Hey Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Ich mache kurz mal das Spiel leiser, denn das ist mir letzte Folge nicht richtig aufgefallen. Die Soundeffekte würde ich sagen. Warum sind die auf 95 bitte? Wir machen die auf jeden Fall irgendwie auf 55, passt doch besser. So. Und dann die Musik. Ja, die Musik auf jeden Fall auch noch. Wo ich die halt auch eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht finde. Die ist, da gibt es schon geile Soundtracks, aber für das Let's Play ist das schon ein bisschen nervig. Und bevor wir nach Altissia fahren, würde ich sagen, wenn wir unseren Charakter nochmal richtig pumpen, weil ich weiß nicht, ob man in Altissia wieder so eine Open World hat, weil es geht mir hier um das Speichern. Und deswegen leveln wir jetzt erstmal, was das Zeug hält. Was kann ich denn hier schon aktivieren? Hä? Hey? Ach, so, hier, die Punkte. Gut, Kampf, ja, ich will jetzt nicht Kampf, sondern eher Heilung. Denn das ist mir letzte Folge auch aufgefallen. Die sind alle irgendwie viel zu schnell gestorben. Okay, so, dann haben wir das da erstmal schon mal. Zeitaufträge, ach, es gibt auch noch Zeitaufträge. Ah, lol. Okay, aber das können wir gerne später machen. Ich will jetzt endlich mal nach Altissia, denn darauf haben wir doch alle gewartet. Digga, das ruckelt gerade übelst. Naja, wenn wir in Altissia sind, dann müsste das nicht mehr so heftig ruckeln, hoffe ich mal. Dann steht das Spiel endlich mal. Ach ja. Gladio ist übrigens auch wieder da, also da sind wir alle wieder vereint, können gemeinsam endlich mal die Hochzeit bestreiten. Leute, ich will ein Foto mit Leuchtturm. Das sieht so schön nach Urlaub aus. Sorry, aber ich will jetzt wirklich nach Altissia. Bei Altissia kannst du ja gerne Fotos machen, aber hier jetzt nicht. Wir sind nicht im Urlaub. Ein andermal. Oh, sei doch nicht so ein Spielverderber. Ah, okay, das wird jetzt einfach so auf die Liste gepackt. Ja, das ist jetzt für mich unnötig, weil du hättest jetzt einfach hier so ein schönes Bild machen können. So, das hätte jetzt keinen geschadet, aber come on. Dann mach doch gleich ein Bild bei Tissia, statt hier bei so einem langweiligen. Boah, das ruckt. Jo Leute, da bin ich wieder zurück. Das Game ist irgendwie gerade sehr oft abgestürzt. Genau bei der Passage, wo man hier in den Turm reinkommt. Deswegen hoffe ich. Wie komme ich denn jetzt? Ah ja, einsteigen. Ah, einsteigen. Möchtest du mit dem Boot nach? Ja, natürlich möchte ich das, sonst würde ich nicht hierher kommen. So. Also das Abstürzen habe ich jetzt echt geärgert. Oh! Das ist doch hier. Wie ist sie nochmal? Ich warte in Altissia auf dich. Umbra, stimmt ja. Ich bin bald. Wir bereiten uns auf die Abfahrt vor. Überfahrt. Entschuldigung. Ja, das passt am besten. Keine Sorge, die Hochzeit beginnt in Kürze. Ein Tag noch und dann ist es soweit. Also so eine Bootstour, das dauert jetzt halt nicht wirklich 2 Tage lang. Okay, dann ab nach unten. Ey, ich habe Handy sein. Handy weg. Okay, Entschuldigung. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das mit Altissia so ist. Ich darf halt wirklich nicht mehr hier bei der Open World sein. So hat mir das Spiel auf jeden Fall es vermittelt. Naja, gut, die Open World war jetzt auch nicht wirklich so prickelnd. Muss man ehrlich sagen. Prinz Noctis, der General ist übrigens auch gerade hier. Oh ja, kann er mitkommen? Dann kann er die Hochzeit mal sehen. Ich möchte dir noch etwas sagen. Und zwar? Vergib mir, dass ich Regis nicht beschützt habe.
Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte bei ihm sein sollen. Nicht mal Kor hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein. Darfst ihnen nie etwas vormachen, glaub mir. Ich kenn das. Regis wusste genau, warum er dich mit den Dreien losgeschickt hat. Vertraue ihnen, immer. Verlass dich nicht nur auf deine Waffen. Für manche Strategien musst du deine Magie einsetzen. Erklärt er mir hier wirklich, wie die Magie geht? Gut, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt endlich Urlaub machen, aber so wirklich Urlaub. Worauf wartet ihr? An Bord, ihr Landratten! Wartet! Was gibt's? Bitte, komm bald wieder! Du bist doch König! Klar! Verlass dich drauf! Kapitel 9. Schwere Schicksale. Noctis und die anderen verabschieden sich von ihren Freunden in Kalm und stechen in See. Der Prinz ist guter Dinge, in Aethesia den Segen der Wassergöttin zu erhalten und seinem Ziel, das Imperium zu vernichten, einen Schritt näher zu kommen. Gleichzeitig hofft er auf ein Wiedersehen mit Luna Freya. Wie bedauerlich, dass wir sie nicht als Braut sehen werden. Andererseits sind wir ja nicht zum Feiern hier, sondern zum Götterjagen. Man hat's nicht leicht als Oberkommandant, was? Danke fürs Mitleid. Nun, ein Seiteneinsteiger aus Tenebrae hat in der Armee sicher einen schweren Stand. Du hast mit Luna Freya gesprochen? Nein. Es hat noch nie jemandem gut getan, mich hintergehen zu wollen. Als ihr großer Bruder würdest du die Seeschlange am liebsten sofort töten, was? Ich kenne den Preis der Pakte. Eine Erklärung zu den Hintergründen der Erweckung Leviathans will die Kanagi-Laut-Regierung während ihrer Ansprache abgeben. Bin auf Empfang! Prinzessin Luna Freya von Tenebrae, die zwischenzeitlich schon für tot erklärt worden war, wird das erste Mal seit dem gescheiterten Friedensabkommen wieder in ihrer Funktion als Kanagi auftreten. Eine Ansprache von Luna? Sieht so aus. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Dann siehst du sie sicher bald wieder. Ja. Digga, guck dir mal an, wie geil das aussieht. Also, Aethesia, ja, da würde ich auch Urlaub machen. Vor allem, wenn man hier so edelhaft reinkommt. Hey, ihr da! Den Passierschein! Was? Ausweise? Passierschein? Keine Angst, ich regel das. Sorry, ich bin kein Ausländer, hier. Oder? Ganz schön alt. Egal, weiterfahren! Ehrenmann. Aethesia, die hast Stadt du beantragt? Des nee, Wassers. Ist ein Andenken an die Reise mit Regis. Das ist in der Tat ganz schön alt. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Sehr beruhigend. Oh, das sieht schon echt geil aus. Es erinnert mich ein bisschen an Venedig. Ich glaube auch, Aethesia ist inspiriert an Venedig, so wie das hier aussieht. Werden wir auch hier den Wassergott zu sehen bekommen?
war nochmal der Wassergott. Hurra! Endlich wieder an Land! Was für ein Anblick. Kein Wunder, dass man Altissia die Stadt des Wassers nennt. Ja, innerhalb der Stadt ist die Fortbewegung in Gondeln am bequemsten. Gondeln? Wow, klingt romantisch. Hey! Ja? Noctis! Hier ist der Schlüssel zum Boot. Das nächste Mal kannst du dich selbst hinters Steuer klemmen. Ich weiß doch gar nicht wie. Der Kahn hat schon schlimmere Kapitäne überstanden. Nicht mal dein Vater hat ihn auf Grund fahren können. Als König kannst du dir nicht erlauben, das Ruder abzugeben. Du musst lernen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Onkel gibt uns sogar ein scheiß Boot, Alter. Falls wir keinen Bock mehr auf die Hauptstory haben. Es gibt doch noch Einreisekontrollen? Der Passierschein allein reicht nicht aus? Ja, natürlich. Jetzt kommt der Ausweis. Stehen bleiben! Weshalb reisen Sie ein? Also... Ignis vorschicken. Ignis, Hilfe! Wenn's sein muss. Wir möchten in Accordo trophologische Studien betreiben. Ihre Küche wird schließlich in ganz Eos gerühmt. Oh, na, wenn das so ist, dann wünsche ich gutes Gelingen. Du bist mir was schuldig. Als ob das funktioniert. Na dann. Nein. Was sollen wir heute essen? Sehen wir uns den Laden mal an? Klar, man sieht sich bei Margot. Vielleicht schaffen wir es ja auf einen Tee. Dann beeilen wir uns besser. Genau. Lassen wir uns Zeit erstmal. Er hat sehr lange und bedächtig auf die Kirche gestarrt. Sicher hat ihn der Anblick traurig gemacht, weil seine Schwester dort heiraten sollte. Er hat die ganze Zeit auf die Kirche gestarrt. Digga, die Frames kacken hier richtig ab. Bei Venedig. Ein Paradies für Fotografen. Mehr los, als ich dachte. Und ein Paradies der Frames. Sorry, ich muss jetzt solche Witze reiben. Gut, mit den Frames kann ich nicht viel machen. Aber okay, wir erkunden gerade nur. Wie komme ich denn überhaupt rüber? Mei. Du Noct, ich würde in der Nähe hier gerne ein Foto machen. Na gut. Dann nichts wie hin. Ja, gehen wir. Damit du mir nicht die ganze Zeit auf den Sack gehst. Na guck mal, das ist genau da in der Bar. Nur wie kommt man denn da hoch? Ah, hier ist eine Treppe nach oben. Muss aber auch doch irgendwo so Schilder geben, die mir zeigen, wo ich genau lang muss. Oder wir nehmen so Boote, wie halt in Venedig, und dann geht das am besten. Ja, also man merkt, die Stadt ist wirklich so wie Venedig. Ui, schicker Modeladen. Das ist das... Ein Zimmer für heute. Ja, das ist das Kleid von Luna Freya. Okay, das haben sie sogar hier aufgestellt, das finde ich sehr schön. Komm ich hier runter? Na Jungs, wie war's ohne mich? Schön bequem im Auto. Hey, pass auf, was du sagst. Oh, der Porsche, der hatte noch sehr viel Platz hinten. Wo geht's denn bitte nach unten? Also da auf jeden Fall nicht. Och nein, meine Frames. Sie werden gleich richtig einbrechen. Oh nein, hier geht's runter. Gott, das sieht aber nicht einladend aus. Hier kommen noch irgendwelche Zuhälter und stechen mich gleich ab. Hier komme ich nur wieder rüber. Es ist ein einziges Labyrinth. Hilfe, komme ich hier noch zurecht? Ich hätte nicht gedacht, dass Urlaub doch so anstrengend ist. Aber na gut. Wir wären auch vielleicht nicht hierher gekommen. Vielleicht hätten wir Urlaub irgendwo in Rom gemacht. Ist auch so ähnlich. Alle Wege führen nach Rom. Und das diesmal richtig gesagt.
So, hier geht's runter. Gott, Alter, das ist ein einziges Labyrinth. Vielleicht können wir hier zur Bar kommen. Iris ist immer noch so fürsorglich wie früher. Stimmt. Ihr habt euch schon damals gut verstanden, nicht wahr? Ja. Am liebsten reden wir darüber, wie unzuverlässig der... Na, schon immer von einer romantischen Gondelfahrt geträumt? Oh ja. Kommen wir da zum... wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo der Auftrag ist. Warte. Kann ich das nicht auf der Karte sehen? Der ist hier hinten. Bis zum nächsten Mal. Ja, da gibt's sogar eine Haltestelle. Oh, kann ich nicht skippen? Ja, gut. Es war eine schöne Gondelfahrt, aber das sparen wir uns jetzt mal. Guten Tag. Sehen Sie sich ruhig um. Bis zum nächsten Mal. Hä? Was ist das für ein Betrug? Ach, ich muss hier hinten parken. Alter, das ist ja echt bescheuert. Bei der einen Haltestelle kannst du nur kaufen gehen, aber bei der anderen nicht. Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Na, endlich angekommen. Willkommen in Accordo, Jungs. Sid erwähnte, dass ihr kommen würdet. Veskem Arma, zu euren Diensten. Der kleine Prinz ist groß geworden. Du erinnerst dich nicht? Ja, war es ja damals noch ein Baby. Er hat sehr lange und bedächtig auf die Kirche gestanden. Ja, wir machen erst mal ein Foto. Machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Wenn Ravus in der Stadt war, dauert sicher nicht lange, bis auch dieser Kanzler hier auftaucht. Der Kerl ist mir echt nicht geheuer. Oh, wir machen gerade ein Foto und Achtung, er redet erstmal über Kanzler Izuna. Interessant. Ja, shit. Bilder mit uns allen drauf finde ich am besten. Ich muss noch einkaufen. So, kann ich jetzt mit dir reden? Hallo? Willst du auch reden? Ah, jetzt. Wie gefällt euch denn euer erster Besuch in Altissia? Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne. Dieses Land gehört zu Niflheim, nicht wahr? Kein Grund, in den Untergrund zu gehen. Allerdings gehen die Imperialen hier frei ein und aus. Der Preis dafür, dass wir unsere Regierung behalten durften. Ein hoher Preis. Ein angenehmer Zustand ist es nicht. Alles, was wir tun, muss von Niflheim abgesegnet werden. Theoretisch müsste das auch für die Ansprache der Kanagi gelten, die ja anscheinend wieder von den Toten auferstanden ist. Das bedeutet, dass Altissia unter den Imperialen, ja, unter Druck gesetzt wird und eher gesagt, die haben keine Wahl, also das Imperium kontrolliert die. Sind die Niffen mit Militär präsent? Präsenter als mir lieb ist. Aber die meisten Bewohner haben sich an den Anblick gewöhnt. Vor kurzem war sogar der Oberkommandant hier. Gab ein großes Hallo. Ravus? Nach all dem, was in Luzis passiert ist, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er auch hier aufkreuzt. Das Imperium begnügt sich nicht mit irdischer Herrschaft. Es greift auch nach den Sternen. Über Leviathan. Ach, das ist doch der Wassergott. Leviathan. Nee, erstmal über Luna reden. Stimmt das mit der Ansprache der Kanagi wirklich? Scheint so. Im Radio berichten sie ständig davon. Wo befindet sich die Kanagi? Vermutlich ist sie bereits in der Stadt. Allerdings hat sie noch keiner gesehen. Die Medien halten sich ebenfalls bedeckt. Höchstwahrscheinlich auf Drängen unserer Regierung. Außerdem hieß es, eine Delegation der Niffen wäre mit langen Gesichtern wieder abgezogen. Okay, ich habe keine Fragen mehr. Danke, das wär's.
Werte Camellia, lang ist das her. Ich habe von Ihrem hohen Besuch gehört. Sie... Meine Herren, machen wir es kurz. Mein Name ist Camellia Claustra. Premierministerin des Protektorats Accordo. Des Protektorats, das momentan die Kanagi in seiner Gewalt hat. Dass Niflheim großes Interesse an ihr zeigt, versteht sich von selbst. Was? Aber einfach so geben wir sie natürlich nicht her. Und vielleicht macht uns der König ja ein besseres Angebot. Ihr findet mich in meiner Residenz. Entschuldigt die Störung. Gut, dass ich diese Camellia überhaupt nicht sehen Lasst konnte. Lasst euch nicht täuschen. Unter der harten Schale steckt ein weicher Kern. Ist das so? Sicherlich seid ihr erschöpft von der langen Reise. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Stadt ein Zimmer sucht. Die Idee könnte von mir stammen. Ich konnte jetzt wirklich nicht wissen, wer diese Camellia ist. Das ist wirklich wunderschön. Weil Gladio einfach davor stand. So breit gebaut. Ja. Lass uns einen Happen essen. Ich habe jetzt Hunger auf so einen Burger oder irgendwie so italienisches Essen. Mit einer Gondelfahrt? Der bei mir war gerade einfach Schwarzbild. Ich habe irgendwie die ganze Zeit nur noch Schwarzbilder. Ich glaube, es liegt an meinem Bildschirm. Wird immer schlechter. Wo muss ich denn überhaupt hin? In der Mitte. Hast du direkt einen Anhaltspunkt? Na, da hinten könnte man.